Willkommen zu unserem neuen YouTube-Video. Wir testen neue Ersatzprodukte, leckere und unsere Lieblinge, genau. Unsere All-Time-Favorites. Oder besser gesagt, das Hummer, was wir immer daheim haben. English Speaker Guy, unsere All-Time-Favorites. Ich würde sagen, wir fangen mal mit einem All-Time-Favorite an, oder? Also, wann hast du das Englisch so drauf, Schatz? Ja, du hast es nicht drauf. Also, ich finde, die kriegen mega. Ich finde, die sollten eigentlich immer daheim haben. Wir haben mindestens 2 bis 3 Packungen von dir daheim. Schatz, sag was dazu. Wie findest du die so? Wir lieben sie. Schmeckt original wie das Tierqualprodukt. Stimmt, Schatz? Nur ohne Tierqual. Das stimmt. Deswegen top. Ich lese die Inhaltsstoffe vor, wen es interessiert, okay? Wasser, Kokosnussöl, Soja-Eiweiß. Schön, wunderbar. Unser erstes Produkt. Like Meat ist eine sehr gute Marke für veganes Ersatzfleisch. Also die Bratwürste von denen schmecken relativ gut und das Chicken, das Döner-Style, das schmeckt auch richtig geil. Das ist, glaube ich, jetzt neu. Das ist neu. Also wir haben es noch nicht gesehen und das... Ich glaube, das ist neu, da steht ja riesengroß neu. Aber bis jetzt, die besten Frikadellen, finde ich, sind die von Ikea, gell? Ja. Die von Ikea, das sind... Das sind aber eher Hackbällchen, das sind ja nicht. Ja, das sind ja auch Hackbällchen. Nee, das sind Mini-Frikadellen. Also, aber bis jetzt die besten Hackbällchen, die von Ikea. Schatz, darf ich kurz zwischenfragen, was habe ich hier eigentlich Mikrofon gekauft? Das wird oft teuer, wenn wir das gar nicht hernehmen. Das war für Twitch gedacht. Ah, okay. Dann als nächstes, der ist relativ neu, der Dr. Oetker Vanillepudding. Da steht auch neu drauf. Den probieren wir jetzt gleich mal, oder? Aber den habe ich ja schon probiert. Probieren wir Schoko? Den habe ich auch schon probiert. Also probieren wir jetzt mal Vanille. Live im Test. Okay, also hast du den noch gar nicht probiert, oder wie? Den? Ich glaube schon, dass ich Vanille schon mal probiert habe. Oh Mann. Aber trotzdem. Was ist das für ein schlechter Test? Wir kennen ja schon alles. Nee, nicht alles. Nee, den Wildkreis kenne ich zum Beispiel noch nicht. Ich schon. Aber zum Beispiel. Mach mir mal kurz Spoiler. So, jetzt darf ich mal probieren hier. Also ich glaube, die Stückchen, die wo drin sind, weil das sind so schwarze Stückchen drin, ist glaube ich das Vanille. Nee, ich glaube, das ist kein Vanille. Baba Vanille steht auch drunter, Bruder. Ja, aber das sind bloß einfach so Stücke, das schwarz ausschaut. Ich glaube eher, das ist Baba Vanille, was drunter steht. Da, schau, gib mal eine Baba Vanille schuppen und deshalb schaut es aus, als wäre echte Vanille drin. Also ich muss sagen, der schmeckt einfach geil nach Vanille. Also wer den typischen Dr. Oetker Vanillegeschmack geil findet, der findet den Pudding auch geil. Wie viele Punkte willst du dem geben von 10? Ja, du kannst dir jedem Punkt 10 Punkte geben. Ich kann jedem Produkt 10 Punkte geben. Ich würde sagen, so 9 oder vielleicht sogar 8 eher. 10. Weil es so ein bisschen so wässrig ein bisschen ist. Man sieht auch die erste Zutat. Das ist nicht wässrig. Die erste Zutat, was drin ist. Was ist die erste Zutat, Schatz? Wasser wie in fast jedem Produkt, das ich kenne. Ich weiß nicht, wo das wässrig ist. Ja, ich meine halt, wie soll man das sagen? Er schmeckt halt ein bisschen nicht so vollmundig. Ich habe eben das Geschmacksstörungen, ehrlich gesagt. Ich will eigentlich den von Ehrmann, nee. Okay, machen wir den Essen als Vergleich, okay. Also dann haben wir letztes Mal, den Schoko gehabt und da haben wir so den ersten Löffel genommen. Es hat irgendwie so, es hat schon gut geschmeckt, aber es hat irgendwie so ein bisschen komisch im Nachgeschmack geschmeckt. Aber der macht irgendwie süchtig. Ja, irgendwas ist da drin. Irgendwas wenn man mehr davon isst, wird er mal besser. Nach jedem Löffel denkst du, boah geil. Wir haben ein paar Leute geschrieben, dass sie den gar nicht gut finden, aber ich finde den halt also irgendwie ich finde den auch gut. Schon der hat, gut. Der hat was süchtig gemacht. Der hat was. Ja, der schmeckt jetzt nicht so wie das Original. Den Vanille. Aber der hat was. Vor allem die Sahne. Warum darfst du zuerst Es ist halt relativ viel Sahne drin. Oh. Wenn man das anschaut. Hallo, nein, nicht so viel Sahne für dich. Okay. Bei uns ist immer der Futterneid am Start. Hm, okay. Du brauchst mehr Löffel, wir haben ihn festgestellt. Aber der hat auch wieder das. Der hat auch wieder Der hat wieder den Nachgeschmack, der es süchtig macht. Aber er schmeckt geil. Er schmeckt geil. Ich finde die auch voll geil. Keine Ahnung, was da ist. Lass mich mal. Das ist am ersten Moment, denkt man sich so, okay, ist nicht so gut, aber dann. Doch. Wird immer besser, gell? Mhm. So, dann machen wir mal weiter. Ja, wir können nicht auch essen. Nee. Die haben wir fast auch immer daheim. Jetzt zwar eine speziell die. Das ist ein neuer, wir haben den noch nie gehabt. Ja, speziell die halt so, einfach so CTV oder Better. Essen wir es zwar nicht so oft, du isst es jetzt nicht so oft eigentlich. Aber wir haben sie mal daheim. Ich mag gar nicht Wurst lieber. Machen wir zuerst den Geruchstest. Riecht nach CTV, wie CTV immer riecht. Egoist. Also? Ich finde, der schmeckt gut käsig, ja. Aber der hat was, gell?
Der ist gut, der ist gut, der Witzige. Der ist gut, ja. Der schmeckt mir gut, ja. Dann ist auch relativ neu die pflanzliche Rama. Davor haben wir quasi immer zum Kochen, wenn wir irgendwas mit Sahne gemacht haben, haben wir immer die Alpruk genommen. Aber ich finde die Sahne von Rama, die ist ein bisschen besser. Die ist nicht so, die hat halt nicht den Sojageschmack, weil ich glaube, da ist auch gar kein Soja drinnen. Nee, da ist gar kein Soja drinnen. Und durch das hast du halt nicht den typischen Sojageschmack, den man so immer kennt. Also schmeckt aber auch nicht nach Soja. Ich finde schon ein bisschen, dass sie nach Soja schmeckt. Und da finde ich die besser, die von Rama, muss ich ehrlich sagen. Aber ich weiß, ist die zum Kochen eigentlich gedacht? Oder ist die eher für süße Sachen? Keine Ahnung. Ich habe es jetzt ein, zwei Mal hergenommen, bei einer Tomatensauce und so. Keine Ahnung, man kann die bestimmt für beides nehmen. Die ist halt eigentlich zum Aufschlagen. Was steht da oben drauf? Ja, zum Aufschlagen. Ja, dann ist sie eher für süße Sachen. Alter, Findus. Findus? Nein. Nein. Müller Milchreis hat Milchreis rausgebracht in verschiedenen Sorten. Ich hatte Schoko. Ich glaube, sie haben noch Vanille rausgebracht, kann das sein? Ich glaube schon, ja. Aber wir haben nicht alle bekommen, weil die halt anscheinend sehr beliebt sind, was ja sehr erfreulich ist. Ich habe nur Schoko und... Ja, Reis ihn auch, probier mal. Sei nicht so gefressen. Aber wir haben jetzt gar nicht beim Käse, haben wir jetzt gar nicht gesagt, wie viele Punkte wir denn geben würden. Also ich würde ihm 8,5 geben. Von 10. Von 10, ja. Ich gebe ihm 9 von 10. Immer 9 von 10. Mehr als du. Und jetzt kommen wir zum Milchreis. Erstmal zu den Zutaten. Wasser, Kokosmilch. Mach ihn jetzt auf. Und du darfst nicht als erstes probieren. Du hast es immer als erstes probiert. Ja, okay, dann probierst du halt. Erst ich. Dann probierst du halt. Ich esse mal noch das Käsebrot fertig. Krieg den Löffel da mal bitte. Das war dein Löffel. Ich will den anderen. Bitte Speicheltrennung, danke. Schatz. Oh, schmeckt mir sehr gut. Hätte mich jetzt gewundert, wenn du was anderes gesagt hättest. Ich finde dich okay. Ich finde, der schmeckt ziemlich nach Kokos. Schmeckt mir jetzt nicht so, weil ich will ja den Milchreis und kein Kokosreis. Ich finde nicht, dass der so nach Kokos. Aber ich finde, ich habe ja den Schoko auch schon gehabt. Also den finde ich jetzt fast am schlechtesten bis jetzt von allen. Ich würde vielleicht eine 7 geben. Der schmeckt halt einfach nach Kokos. Also ich will ja kein. Dein Schwanz ist im Bild. Findus, jetzt zügel dich mal. Von mir extra nach oben streckt. Ja, ein schöner Schwanz. Den haben wir auch immer daheim. Den Simply V zum Pizza machen, zum Auflauf. Aber ich finde, da darf man nicht so viel nehmen von dem, weil sonst wird er so flüssig und dann schmeckt er immer so gut und dann wird er nicht so richtig knusprig. Wenn man ein bisschen weniger nimmt, finde ich den besser. Jetzt komme ich und erkläre mal die Welt. Ein Gericht, die ganze Packung. Mindestens aber die halbe Packung. Und das schmilzt total gut und das schaut total gut aus und das ist echt top. Wir nennen mehr im Kühlschrank. Wir haben noch mehr im ganzen Satzzeug. Nee, ich glaube, das war's. Ich glaube nicht, dass das war. Was kommt dabei raus, wenn man seinen Göttergarten Fabian das ganze vegane Satzzeug raussuchen lässt und er sich ganz sicher ist, wie er die habe ich jetzt zum Beispiel. Die habe ich jetzt zum Beispiel. Boah, die freue ich mich jetzt auch voll. Das ist aber meine Fall. Die testen wir als letztes, oder? Ja, das ist außerdem meine. Die will ich dann auch. Nein, das ist meine. Einmal probieren. Also, der Bäder, den haben wir zum Beispiel in einem TikTok-Video weggenommen, wo wir die Feta-Paste nachgemacht haben und schmeckt man keinen Unterschied. Vor allem der Knoblauch und alles. Wir lieben ihn. Weil wenn man einen Salat will, schmeckt. Und der nächste Punkt, der ist ungefähr 100 Jahre haltbar gefühlt. Ich meine, was soll denn da schlecht werden? Also Lieblingshafermilch kostet bei DM 95 oder 96. Ich finde, die schmeckt fürs Müsli jetzt oder sowas schmeckt am allerbesten oder für Porridge. Könnt ihr in den Kommentaren mal fragen, wann ich meinen Antrag bekomme vielleicht, aber ganz noch unauffällig. Das dauert noch. Also wenn ich mal fragen. So, als nächstes jetzt. Wäre schön. Das Highlight. Wir haben übelst viele Sachen. Findus. Oh nein, er will nicht genommen werden. Du bist da ein Traumast. Schütteln, erst schütteln. Welche Geschmäcker gibt es da? Übelst viele. Banane echt? Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob es übelst viele gibt. Ich habe mir schon Bananen gekauft. Ah, okay. Mhm. Okay, der Geruchstest. Ehrliche Meinung? Ja, riecht gut eigentlich. Findest du nett? Nicht so. Der riecht irgendwie wie so ein Müsli. Ja, passt. Ist die nicht mehr, kann ich mehr haben. Her damit. Ja, passt. Ist gut. Gibt's. Also hier schmeckt, also da muss ich echt sagen, das ist das Schlechteste. Das ist das Schlechteste, das ist ja ehrlich. Schmeckt aber sehr nach Karamell. Sag aber ehrlich, dass der echt gut schmeckt.
Also, sei voll ehrlich. Ich weiß nicht, was du meinst. Sei voll ehrlich. Schmeckt aber sehr nach Karamell. Aber ne, probier nochmal. Mir schmeckt der gar nicht. Schmeckt sehr nach Karamell. Der schmeckt einfach nicht irgendwie. Also mir schmeckt der und es ist auch gut so, weil dann haben wir wenigstens da kein Futter. Nein, in der Hinsicht. Ich würde sagen, eine 5. Ne, der war eine 4. Mhm. Ich finde richtig schlecht. Also ich würde wirklich eine 8 von 10 geben und ich muss jetzt auch keinen anlegen, weil es gibt genug vegane, gute Ersatzprodukte, die ich auch sehr gut finde. Aber wirklich, also ich finde den gut, aber mein Gott, Geschmäcker sind verschieden, vielleicht. Aber schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr den probiert habt, vielleicht sogar selber Karamell, ob der euch geschmeckt hat. Also mir schmeckt der nicht. Ich finde den sehr gut. Ich würde ihm nicht. Ich gestern eine Abonnentin auf meine Story auch geschrieben, dass sie den sehr geil findet. Einer hat geschrieben, der ist echt eklig, aber einer hat geschrieben, dass er den sehr geil findet, okay? Gibt ja unterschiedliche Meinungen. Gut, das war's von unserem kleinen Produkttest. So was wir quasi öfter vegan einkaufen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Und schreibt gerne in die Kommentare, wann ich meinen Antrag kriege. Nur, dass wir das so grob. Schreibt's nicht rein. Nein, nur, dass ich schon.